Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Hunde und Katzen. Jo, im letzten Part war jetzt so viel Aufregendes nicht los, außer dass wir endlich mit Knuffi beim Tierarzt waren, in der Tierklinik, und es ein bisschen gedauert hat, bis die gemerkt haben, dass wir da sind und sich herabgelassen haben, unseren Hund zu behandeln. Dem geht's wieder super gut. Der ist gesund und freut sich seines Lebens und übt gerade mit Jonas das Apportieren. Das läuft auch soweit ganz gut. Stefan ist auf die Arbeit zitiert worden. Unsere Kleine ist gerade eigentlich noch was am Futtern. Genau. Und Donika räumt den Müll weg. Und da sind wir gerade. Und dann ist Abend und alle müssen ins Bett. Also zumindest ein paar. Alle. Und Kira will schon wieder irgendwas. Ah ja, die freuen sich, dass wir uns mit jemandem da im Urlaub angefreundet haben. Genau. So. Du tust das weg, dann bitte mal das weglegen. Aufräumen. Hallo, was ist los? Habt ihr keine Lust mehr auf apportieren? Hm? Was ist los? Keine Lust mehr? Okay. Dann, nimm doch den Ball aber wenigstens wieder, Ja, nee, komm. Dann mach du dich fertig für zum Schlafen, ist in Ordnung. Du könntest auch noch mal kurz hier auf Toilette gehen und vielleicht noch mal schnell duschen, dann bist du da schon fertig. Dann könntest du ja, sag mal, wo ist denn eigentlich sein Tagebuch? Er könnte doch irgendwas über die Erlebnisse aus dem Urlaub schreiben. Hat er denn sein Tagebuch dabei? Privates Tagebuch, ja, genau. Legen wir mal hin und dann kannst du mal in Tagebuch schreiben. Genau. Und wenn du das gemacht hast, gucken wir weiter. Das ist eine gute Idee. Du machst das mit dem Tagebuch und du bist noch am Essen. Genau. So ist das brav. Und wenn du fertig gegessen hast, geht's dann auch wieder ins Bett. Ja. Oh, Knuffi möchte mal raus, sehe ich gerade. Ich glaube, der bräuchte mal einen Spaziergang oder sowas. Oh, müssen wir mal schauen. So, ist die Kleine jetzt fertig? Knuffi hat Hunger. Wie? Das kann nicht sein. Da steht doch. Also bitte. Aha. Genau. Er hat's gerafft. Mhm. Und die Kleine ist hoffentlich bald fertig mit Essen. Dann können wir die kleine Maus ins Bett bringen. Genau. Steffi in den Schlaf lesen. Das ist eine gute Sache. Komm her, meine Süße. Und lasse dich in den Schlaf lesen. Warum macht ihr das jetzt nicht? Ein Kind überprüfen. Ja, ich hab doch gesagt, Steffi in den Schlaf lesen. Mach's halt auch. Einfach machen. Ja. Sie will nicht. Okay, gut, dann geht eben Steffi selber ins Bett. Ist mir jetzt auch zu blöd. Dann geh schlafen. So, wie auch immer. Und was kann die Mama in der Zeit noch tun? Kannst du irgendwas putzen, säubern? Keine Ahnung. Apropos putzen, säubern, da ist mir eingefallen. Wir waren im Urlaub. Wir müssten eventuell mal gucken, wie es mit unserem Berg Wäsche aussieht. Was ist das da für ein Schatten? Oh, hier qualmt irgendwas, sehe ich gerade. Ja. Da sollten wir dann mal reparieren. Und den Flusenfilter reinigen, bevor wir uns da weiter um die Wäsche kümmern können. Haha, stimmt, da war ja was, direkt bevor wir in den Urlaub sind. So, die kleine Maus geht ins Bett, Jonas geht ans Tagebuch, ne? Jawohl. Genau, das bringt emotionale Kontrolle. Ja, schreib mal deine ganzen Erlebnisse auf. Ich habe Schatzkarten gefunden. Die Sonne hat gebrannt. Mhm. Ja. Oh Gott, und ich bin wütend gewesen, weil keiner Zeit hatte und es nichts zum Spielen gab. Großartig jedenfalls. Man konnte sich nicht von Liane zu Liane schwingen. Ich konnte nicht von der Liane aus in den Fluss mich plumpsen lassen. Nichts ging. Nur blöde Ausgrabungen. Genau. Ah, aber ich habe Vögel gesehen. Adler. Und es gab irgendwelche komische Pizza zu essen. Mhm, genau. Ja. Naja. Das ist doch schön. Da mache das mal. So, wie weit bist du jetzt mit deinem... Nein, 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 nein. Was hast du denn jetzt wieder vor? Aufräumen. Ja, warte doch mal. Hast du schon alles gemacht, was du machen solltest? Gucke mal, da... Ja, genau.
kannst du wieder Teile plündern. Dann kannst du bitte hier, halt, hier ist erstmal zu machen. Die Wäsche trocknen. Und dann kannst du das da wegwerfen, hoffentlich. Jo, mach mal. So, die kleine Maus liegt im Bett. Er ist immer noch am fleißig arbeiten. Oh Gott, oh Gott. Nee, du kannst mal mit Kollegen Kontakte knüpfen. Das ist auch in Ordnung. So, du kleiner Mann kannst dann mal dein... kannst auch mal wieder aufhören hier. Es ist spät geworden. Und dann pack das Ding ins Inventar. Genau. Und geh ins Bett schlafen. Gute Nacht, mein Süßer. So, dann haben wir hier endlich mal Ruhe. Hallo, Mädel, ich hab doch gesagt, du sollst... Die macht aber auch nie, was sie soll. Ja gut, dann geh halt erst aufräumen, wenn's Spaß macht. Himmel. Ja, die gute Hausfrau hier. Ja. Und dann musst du die Schüssel da unten nochmal füllen. Die ist nämlich jetzt leer. Du brauchst hier keine Bücher wegtun. Oh, Stefan hat irgendwen getroffen. Okay. Dann, so, warte mal. Aufgeräumt hast du jetzt, ja? Ist jetzt alles sauber? Ist jetzt alles zu deiner Zufriedenheit oder brauchst du sonst noch was? Wie sieht's denn aus? Müssen wir mal was säubern oder so? Keine Ahnung. Nö. Das hätte ja dann da gestanden. Okay. Gut. Hier vielleicht, da vielleicht mal. Zähne putzen, Hände waschen, keine Ahnung. Hier ist auch alles sauber, da ist auch alles sauber. Gut. Das bedeutet, soweit ich weiß, braucht dein Hund Auslauf. Komm mal her, du bist noch recht fit. Dann kannst du ja hier mal mit Knuffi einen schönen Spaziergang machen. Oder wollt ihr mal joggen gehen? Ja, das wär's auch mal. Warte mal. Freundlich. Bürstenbalken. Ich glaube, ich bin schon wieder im falschen Ding am gucken. Ja, das hat nichts damit zu tun. Knuffi zur Paarung ermutigen im Leben nicht. Wir müssen ihn demnächst mal sagen, Outfit ändern. Ah, da kann man das machen. Nö, dann gehen wir spazieren. Scheinbar will sie gerade nicht joggen gehen. Ah, doch, da. Ja, da. Dann geht mal eine Runde joggen, ihr zwei. Ja, ich glaube, er muss auch dringend mal raus, ne? Ich hoffe, er kann auch während des Joggens seine Geschäfte verrichten. Ja, und Stefan erhält 1500 irgendwas und hat gute Arbeit geleistet. Keine Beförderung, so ein Pech. So, ihr zwei geht joggen und er ist gerade wieder heimgekommen. Kannst du mal den Ball nehmen, im Inventar platzieren? Komm, ja. Dann mache das mal. Oh, du bist ein bisschen müde. Du könntest. Was könntest du denn mal machen? Passe mal auf. Du könntest mal hier hinten die Toilette benutzen und mal duschen gehen. Oh, und den Garten sehe ich gerade. Oh Gott, um den müssen wir uns auch ganz dringend kümmern. Und haben wir jetzt eigentlich, wartet mal, haben wir jetzt so eine, wie heißt es denn? So ein Werkbank-Ding. Ah, wir haben noch die Knochen, das Knochenstaubzeug. Fertiggrillkäse, Plasmabeutel, aber die Werkbank ist hier nicht drinne. Nö. Hat das vielleicht Unika? Das kann sein. Oder ist das im Haushaltsinventar, wenn man sich so eine Werkbank kauft? Nee, macht aber keinen Sinn eigentlich. Ach, da seid ihr schon wieder. Ist ja süß. Da ist die Werkbank. Genau, die Archäologie-Werkbank. Die könnten wir doch mal... Vielleicht, wo ist sie jetzt hin? Hallo, huhu, Werkbank. Können wir die mal da nehmen und hier hinstellen? So, zack. Genau, dann kann nämlich der Papa da noch ein bisschen was tun. So, ihr seid draußen gewesen. Ist jetzt alles wieder gut mit Knuffi? Wo ist denn der? Knuffi, wo bist du? Da. Genau. Dann kannst du ihn wieder ableinen. Ich will ihn eigentlich erstmal ableinen. Kann ich ihn ableinen? Nee, anleinen. Outfit ändern. Bitte ganz normal ohne das. Dann gibt es eine Streicheleinheit und eine Umarmung. Loben können wir dich auch. Und umarmen. Genau. So. Das kannst du alles mal machen.
Ja. Mein Süßer, da hast du gut Versailles. gemacht, ne? Ja, Don't get und das me komische Geschirr kannst du wrongy. mal ausziehen. Oder ver... Ja, genau, so. Ja. Alles gut? Mein Guter? Uxeloy. Ja. Yibs! Können wir denn mit ihm Iwazi! noch irgendwas Is he dumb? Interessantes Oh, machen? Exi. Here now. Ja, ein Simstagram könnten wir mal noch machen. Aber ich würde auch gern mal hier beim Oh, Training weitermachen. Poxy. Gib laut, Ah. Brote, Tricks üben, Totspielen Maparoo. wollen Platz. Was hatten wir denn mal um Himmels Willen angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, wir sind irgendwo, ja. Wo sind wir denn? Halte mal, stopp. Gott, wo ist denn das Tier? Ah, da ist er. Da ist er ja, unser Knuffi. Ein bisschen tiefer vielleicht. Geht das? Ja. Weil du hängst so in der Luft. So ist doch ein schönes Bild. Ja. Das ist toll. Ein ganz tolles Knuffi-Bild. Können wir das auch, warte mal, erstmal wieder den Filter umstellen. Ich mag den warmen. Zack, einmal so noch. Und geht vielleicht auch das? Ja, perfekt. Das ist ja noch besser. Juhu. Und zack. Ja, fein. Haben wir wieder neue Bilder. Und 17 Instagram-Follower. Halt, bleib doch mal stehen. Ich wollte noch mit dir, ihm geht's doch gut. Wo ist er denn jetzt? Was mir fehlt, ist, dass ich nicht weiß, was wir angefangen haben. Warte mal, stopp. Befehle bei Fuß. Mehr nicht. Mehr haben wir nicht gemacht. Oh Gott. Gib laut, gib Pfote, Platz, Rollen. Ah, Sitztraining fortsetzen. Da, das kannst du mal machen. Das ist eine schöne Idee. So, du machst das Sitztraining und wieso bist denn du schon im Bett? Och Mann, mit dir wollte ich doch eigentlich... Na gut. Okay, dann machen wir einfach mit ihr noch ein bisschen Sitztraining. Sie ist halt putzmunter und ja. Ne? Wäre ja dann irgendwie... Ein bisschen blödsinnig. Wo ist denn unser Mülleimer? Hier. Komm, wir können es auch gleich den da tun. Was ich auch mal machen wollte, ich wollte uns mal diesen Mülleimer kaufen, der auch Geld bringt, wenn man da was reinschmeißt. Ich weiß nicht, ob Tiere mitzählen. Ansonsten wären das 40. Aber das Ding ist teuer, also ich weiß. Nee, lassen wir doch erstmal. Wenn, brauchen wir unser Geld für andere Dinge. Entschuldigung. Genau, mach Sitz. Das machst du super. Und nochmal, Knuffi. Ja, ist ein kleines Leckerchen. Ja. Und dafür zeigst du uns jetzt nochmal, wie du Sitz machst. Oder? Oder hört ihr schon auf? Ihr hört schon auf. Och Mann, das ist blöd. Immer wenn ich mal genauer gucken will, hören die einfach auf. Was ist denn jetzt los? Wie, du musst raus? Okay, dann geh dein Geschäft erledigen. Bitten, Geschäft zu erledigen. Genau. Mach das mal. Bitte draußen, wenn ich bitten darf, ne? Und da wie verrückt aufwischen. So. Dann geh mal raus. Ich wollte zwar, dass du noch ein bisschen mehr Sitz machen lernst, aber gut. Ja. Gut. Irgendwas ist hier... Läuft irgendwas aus? Oh. Schon wieder was kaputt. Also heute ist ja echt alles kaputt. Der Waschdings muss repariert werden. Die Toilette drüben. Hier ist es die Dusche. Also ehrlich. So, und dann kann sich Knuffi auch mal hinlegen, oder? Ah, hat der schön gemacht. Und du, nein, nein, nein. Keine Bälle wegräumen. Nee, nee. Du plünderst bitte hier. Oh Gott, ich weiß, was ich jetzt mit dir mache. Genau. Einmal plündern, bitte. Ja. Komm, mach schneller. So, wo ist es jetzt hingepackt? Da. Und dann bitte wegwerfen. Danach rufst du Knuffi zum Schlafen. Damit der sich auch ausruht. Und dann nimmst du dir das Ding hier im Inventar platzieren, hochheben, ja. Genau. Und dann müssen wir uns hier dringend um den Garten kümmern. Und wir haben ja neue Sachen. Die können wir ja mal pflanzen vielleicht. So. Zeig mal an, was hast du denn da alles? Ja, Apfel brauchen wir nicht. Wir haben das. Ach, wir haben jetzt das Bettchen immer dabei. Ist ja goldig. Ne, das sind normale Sachen.
Hast du keine irgendwelchen Sachen gefunden? Und das? Doch, eine Avocado. Genau, eine Avocado könnten wir pflanzen, vielleicht da hinten. Doch. Kannst du schon mal pflanzen. Und haben wir noch was? Irgendwelche tollen von diesen Emotionsbäumchen? Nee, das hat alles scheinbar ihr Mann im Gepäck. Okay, gut. Immerhin, das ist ja schon mal was, was sie machen kann. Das andere kann er dann machen. Aber unser kleiner Garten ist schön, ja. Aber der muss halt dringend gewässert und gemacht werden. Weiß gar nicht, warum hier nichts ist da. Naja, egal. Wird schon passen. Sudele. Und dann, wo hast du es gemacht? Da. Garten pflegen. Genau. Dann mach das direkt. Du hast die Sonne bei dir, also nutze sie und pfleg deinen Garten. Ach, schön. So, Knuffi liegt da und schläft. Alle anderen sind am Schlafen. Ja, so muss das sein, oder? Ja, und die Mama hat halt immer zu tun. Die ist den ganzen Tag auf den Füßen und sorgt für die Kinder, für den Haushalt und den Hund und den Garten und keine Ahnung was noch. Eben habe ich hier einen Baum gehabt. Ach, so ein Riesenbaum ist da in der Mitte. Ich dachte eben, warum ist denn da so ein komischer Fleck, wo nichts drumrum ist? ja, okay. Ja, dann. Gut, dann könnten wir ja mal ein bisschen spulen jetzt, ne? Ich meine, der Garten ist zwar schön und gut, aber ja. Der macht sich dann auch von alleine. Ist irgendwer wach? Moment. Ach, Knuffi. Knuffi ist sich am Rumdrehen und liegt da schön. Ne? Ja. Was machen wir? Erstmal rausgehen. Genau. Geh mal gucken, was Frauchen macht. Wow, wow. Ja, was willst du denn, hä? Oh, kann ich mit dir was machen? Über das Bellen könnte ich dich belehren. Ach nein. Du darfst ruhig tun, was du tun möchtest, ne? Alles in Ordnung. Wir spulen wieder mal ein bisschen. Die anderen schlafen ja noch. Wir werden irgendwie gar nicht müde. Seht ihr das? Vielleicht liegt, ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung von dieser Sonne ist. Oder so. Oder woran das jetzt liegt. Weil Donika ist ja eh nie großartig müde. Aber ich finde es schon lustig, doch. Da muss man aufpassen, wenn die anderen dann wach werden. Ja, und dann muss ich auch schon wieder einen Blick auf meine Uhr werfen. Das könnte ich eigentlich gerade mal tun, während hier gerade nichts großartig passiert. Könnte ich ja mal einen Blick auf meine Uhr werfen. Damit ich nicht schon wieder die Zeiten überschreite. Ah, nee, ja, geht noch. Alles noch gut. Was, wie, schon fertig? Was machst du denn jetzt wieder? Mädel, was tust du? Was machst du? Nachrichten lesen oder was? Pinnwand lesen, ja? Gut. Und was will der Hund? Umarmen. Ach ja. Wuff, wuff. Na, dann umarm doch deinen Hund mal. Das ist schön. Ja. Genau. Und können wir dann vielleicht noch mal streicheln und ein bisschen bürsten? Ist auch immer gut. Und Liebe spüren ist auch immer perfekt. Und dann kannst du ja vielleicht das Training noch mal weitermachen. Haben wir es denn jetzt? Ah, scheinbar hat er es gelernt. Nee, Sitz geben. Sitz machen habe ich jetzt hier nicht drin. Oder halt, Moment. Ja, er hat tatsächlich gelernt, Sitz zu machen. Och, Manu, ich habe es nicht mitgekriegt. Deswegen gab es als Belohnung einen Keks. Ah. Ja, dann mach mal Sitz. Das ist eher was anderes, glaube ich. Ja, prima. Sehr schön. Das machst du gut. Können wir dich dafür loben irgendwie? Ja, loben. Das ist fein. Und dann kriegst du auch den Ball, oder? Ja. Oder gut, dann mach, was du willst, Hund. Du darfst dich auch mal einfach so benehmen, wie du willst. Ach, ist denn das Ding jetzt fertig? Ausräumen, Wäsche weglegen. Ja, das wäre mal eine super Sache. Das wollte ich ja im letzten Part schon machen. Aber da hat doch Knuffi tatsächlich Sitz machen gelernt. Toll. Jo, gut. Dann kannst du jetzt bitte verwenden gehen, duschen gehen. Anschließend kannst du hier die Taschen durchsuchen und die Wäsche machen.
in Waschmaschine stecken. Genau. Die Waschmaschine ist in Ordnung, ne? Da müssen wir nichts dran machen. Gut. Und hier müssen wir dann wahrscheinlich das Flusenfilter-Ding wieder reinigen. Ja gut, das machen wir dann. Juhu, und Jonas ist endlich wach. Yeah! Fein, mein Süßer. Dann würde ich sagen, dass meine Zeit jetzt aber auch rum ist und ich mich mit diesen lustigen Bildchen von euch verabschiede. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!